Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Rückrundenauftakt in FIFA 23, dritte Saison. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer FIFA-Karriere. Ja, ich habe noch einen Spieler, den ich mir so ein bisschen, der mir eigentlich so spät erst eingefallen ist. Werde ich dann schauen, ob ich den kriege. Ich glaube eher weniger, aber mal gucken. Und zwar von RB immerhin, mal wieder ein weiteres RB-Talent. Der hier nämlich. Die Frage ist, kann ich ihn mir leihen? Das wäre total toll. Mit Kaufoption vielleicht. Ne. Das ist ja noch nicht 23, ne? Scouting beginnen. Dann wollen wir den mal scouten. Die Frage ist, kann ich ihn schon verpflichten? Wenn die Restlaufzeit weniger wäre, dann könnte ich mir Vincenzo Grifo für die neue Saison schon versichern. Ich glaube eher von der Kohle her weniger. Warte mal. Es gibt einen kleinen Bug. Ich will mal kurz mal gucken, ob es funktioniert. Ist kein Cheat, ist nur ein Bug. Nee. Und zwar hatte ich das irgendwo gelesen gehabt, dass man Spieler, wenn man den einfach 50 Euro als Ablöser bietet, es gibt dann quasi nur zwei Optionen. Entweder man überlegt sich's oder man geht. So, muss mal kurz was trinken, schnell. Aber es sind halt keine Spieler dabei, die jetzt unbedingt auslaufen von den Verträgen her, ne? So. Aber sind jetzt. Ich kann leider nicht nachgucken. Beziehungsweise ich müsste ja nachgucken, ob da irgendwo was passieren würde. Vertragsdauer. Ah, hier wäre es, genau. Okay. Ja, schade. Also ich muss jetzt scouten. Ich hoffe, dass ich ihn vielleicht irgendwann mal bekomme. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in das Spiel gegen VfL Bochum rein. Wir haben ja mit Cedric Teuchert einen Stürmer verpflichtet. Einen potenziellen Top-Stürmer. Wenn Aubameyang vielleicht der Karriere beendet. Weil der Vertrag läuft nämlich aus. Und ich hoffe, dass ich ihn vielleicht noch längerfristig binden kann. Zumindest mal ein weiteres Jahr. Der ist nämlich auch schon 35. Aber wir gehen erstmal rein ins Match auf jeden Fall. So, einen Schluck von meiner koffeinhaltigen Limonade trinken. Und, ja. Na gut, auf geht's. Wie gesagt, jetzt Match, wir starten in die Rückrunde. 18. Spieltag. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Er will auch heute seine Torjägerqualitäten zeigen, ist ja der Topscorer der Liga und gleich geht's hier los. Na gut. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind Hinspiel unentschieden übrigens. Zu haben Heimspiel. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte ein klasse Spiel werden. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Ja, wir wollen den Bochum gewinnen, um an den Bayern dran zu bleiben. Die Bochumer wollen ihr Spiel gewinnen, um unten ein bisschen weiter rauszukommen. Kurz mal gucken, ob das Mikrofon überhaupt an ist. Nicht, dass das irgendwie aus ist. Nö, alles gut. Passt. Wunderbar. So. So, die Jungs werden sich ein wenig abklatschen. Und dann geht's gleich in den 18. Spieltag rein. Jetzt kann es losgehen. Viel Spaß.
Auf geht's. Spieltag 18, angeschiffen. Hinspiel, wie gesagt, 2-2. Nach einer ganz frühen 2-0-Führung mit nach 8 Minuten. Stark gemacht, das könnte was werden. Ja, die erste Chance für den VfL Bochum. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Bochum will natürlich heute wieder was reißen, will natürlich gewinnen. Ecke wird kurz ausgeführt. Aber ja, wir haben ein bisschen umgeändert. Wir haben... Ja, starker Pass. Oh, Albiol, ja, jetzt in der Mannschaft. Mit der Nummer 19. Der, unser Innenverteidiger. 39 Jahre alt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Staphylides, Schelderop, sehr gut. Und Novoa, Hugo Novoa. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Aber wird nicht wirklich was Gefährliches draus. Das ist Raúl Albiols erstes Spiel für seine Neuerschaft. Ja, bislang war in diesem Team, ehrlich gesagt, nur eine Schwäche auszumachen. Und das war die Innenverteidigung. Aber mit ihm hat sich das komplett geändert. Da haben sie sich einen Superstar geangelt. Bei Morgalla ist übrigens der Reinschuf gewechselt. Für 2 Jahre ist ausgeliehen worden. Ein Sieg im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen, ne? Bei diesem 4-2 war wirklich alles dabei. Und ich glaube auch heute an einen Erfolg. Genau, letztes Spiel war das 4-2 beim VfL Wolfsburg. Szene geht weiter. Oder Albiol, gut gemacht. Der war ja absoluter Wunschtransfer. Rodriguez. Rodriguez. Ah, verbracht. Den Ball jetzt nach vorne. Und die Balleroberung, wichtig. Fischer. So, das wird eine gelbe Karte für den VfL Bochum geben. Also 21 Minuten. Zumindest haben sie mehr Verstand schon als im letzten. Oh, Dieng hat gelb gesehen. Übrigens der Stürmer, der die erste Chance hatte in diesem Spiel. Messias. Es gibt Einwurf. Jetzt der Vorstoß. Ulrich. Gibt Ecke. Aber Bochum macht zu viel, meiner Meinung nach gerade. Für mich, in meinen Augen, macht Bochum einfach gerade viel zu viel. Sie setzen uns schon zu früh unter Druck. Fischer lässt sich zu sehr und zu einfach ausspielen. Super Pass. Das war klar. Und Yang. Also Bochum macht gut. Schnürt uns jetzt gerade so ein bisschen ein. Aubameyang. Aubameyang, gutes Passspiel auf Jonas Sternat. Nein. Da holt er den Ball zurück. Nein. Und jetzt ist der Ball geklärt. Klasse Ball. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Ja, gut gespielt. Gut gemacht. Dazwischen gegangen, aber der Fehlpass. Der nächste Fehlpass. Und viel zu viele Fehlpässe gerade. Auf dem Flügel ist unsere Truppe. Gidi. Da ist der Ball Fischer. Weg. Da müssen sie mehr draus machen. Und jetzt Novoa mal. Nein. Noch ist nicht zu sehen von dieser Offensive. Und damit sind sie am Ball. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Ach, das ist zu kurz. Der Ball ist weg. Geht über die Linie. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, wieder gut aufgepasst. Also man lässt die Bayreuther überhaupt nicht auf zur Chance kommen. Bis jetzt noch nicht einen Torschuss. Bochum hatte 2 mindestens. Aber wir haben momentan noch keinen. Das kann die aber Egloff. Und das ist die erste Chance für den Bayreuther. Aber der Keeper hat ihn. Weiter so. Sagt Thomas Kleine. Und plötzlich war da mal
Die Riesenchance, das Spiel jetzt ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Was ist Pause? Abpfiff. Das war die erste Hälfte. Und dann ist Pause. Und warum? Stark gemacht. Keine Ahnung. So, Bochum hat die mehr vom Spiel, muss ich sagen, würde ich sagen. Wir hatten 4 Torschüsse. Wir hatten jetzt nur den einen kurz vor der Pause. Aber es steht 0-0. Bochum hätte die Führung verdient gehabt, muss man einfach so knall sagen. Aber gucken, was die zweite Halbzeit bringt. Die zweite Hälfte läuft. Viel zu viele Fehler in der Aufbau, im Aufbau. Ah! Da ist schon der Nächste. Direkt angesprochen, schon passiert der Nächste. Fischer. Ja, das gibt Einwurf. Ah, viel zu einfach. Sebastian Rodriguez. Ah, der Ball schön auf die andere Seite mal. Abseits. Abseits angezeigt. Wir haben Transfer-News bei Paris Saint-Germain. Da Paris konnte man einen Mann unter Vertrag nehmen, hinter dem man nun bereits seit einiger Zeit her war. Ah, ach, ganz ehrlich, Gute. Ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Könnte den Konter geben. Ah, schön. Ärgerlich, Ballverlust. Aber man, da bleibt es mit dabei. Man hat nichts momentan. Auf was er sich momentan tolles Dribbling. Da sind sie aufbauen lässt. Abiol erstmal aber. Per Körpereinsatz holt sich die Kugel. Ah. Ich glaube, dass man den vorne mal in den Sturm spielt. Oder zumindest mal durchkriegt. Gar nichts zu sehen. Das wird hier wahrscheinlich ein vermutlich 0-0. Nix da. Warum führt und es ist verdient. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. Also Bochum. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Man kommt zu einfach durch. Und man geführt mit 1-0. Scheiße. Jetzt muss ich mal gucken, was ich... Warte mal, Morgalla, wieso sind die nicht gewechselt? Wieso ist Morgalla noch nicht gewechselt? Oder mich, dass der gerade noch nicht dabei ist. Naja, gut. So, probieren wir es mal mit der zweiten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit jetzt. Mit, wir müssen jetzt wechseln. Und dann gibt das bringt ja nichts anderes. Mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. 3 Wechsel. Drin ist er. Auf. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sterner. Sterne! Sterne! Oh, wie hat er den denn gehabt? Riemann! Bleiben wir uns alle, Wolf. Das war doch ein sicheres Tor. Er geht in den Strafraum. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Ein Ball! Ist er noch dran und drückt den Ball über das Tor. Sie wechseln aus. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Gegen Piri, der holt sich die Kugel. Szene erstmal zu Ende. Rodriguez. Da lassen sie den Ball gut laufen. Oh, Albiol. Aber dann machen sie doch den Fehler und verlieren den Ball. Nächster jetzt Ballverlust. Können wir den Ball abspielen. Da haben sie die Chance. Wieder Albiol. Ja, es wird jetzt enge für Bayreuth. Wirklich, eine Chance hat man nicht es gehabt bisher. Es gibt einen Wechsel. Chancenlos stand jetzt in Bochum. Ja, das ist die kurze Variante. Da hat dann doch wir haben noch eine Viertelstunde. Eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestört. Und das wäre definitiv ein Rückschlag. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und dann hat man Cedric Teuchert. Ganz sichere Parade. Aubameyang. Parade ist gut, Parade ist richtig gut. Aber pass, pass. Ja, 1-1, 78. Den
Abschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Teucher mit der Riesenchance mit dem 1-1. Warte, 1-1. Kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. So, Aubameyang stellt die Partie ein bisschen auf den Kopf. Cataldi. Schön diesen Pass abgefangen. Ja, schön gemacht. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Rodriguez klärt. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Tor! Jetzt haben Sie und mal! Eckloff! Warum? Wie und warum? Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig. Es ist geführt, dass der zweite Torschuss und der passt dann ebenfalls. 2-1 für Bayreuth. Spiel gedreht. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Da sind Mitspieler frei. Ah, Cataldi. Gegen Stöger. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Ball geht zu Jonas Sterner, der extrem auf der Seite hat. Da ist die Flanke. Oh, misslungene Befreiung hier. Und ganz stark Elfmeter. Oh, das gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für die Bayreuther. Nicht, dass das hier komplett kippt. Der Schuss von Sterner. Und es ist eine absolut richtige Entscheidung. Es ist ein Handelfmeter. Der war viel zu weit weg. Und jetzt darf es dann Cedric Teuchert machen. Der Ball ist, könnte passen. Und es ist die Entscheidung. 1-3. Cedric Teuchert. Bochum weiß nicht wieso. Aber sie haben das Spiel verloren. Und wir wissen nicht, wieso wir gewonnen haben. Natürlich, klar, die Torschüsse. Wir haben 3 Torschüsse in der zweiten Halbzeit gehabt und die haben alle 3 genutzt. Die passten dann. Und so holt man sich dann die 3 Punkte in Bochum und weiß trotzdem nicht, wieso. Keine Spieler, der zwar auf der Linie bleibt und aber trotzdem nichts machen kann. Aber es ist trotzdem. Ganz entspannte man weiß nicht, wieso. Aber es sind 3 Zähler in Bochum. So. Die letzten Wechsel, die man jetzt sieht. 3 Wechsel haben es gegeben. Die haben alle gefruchtet. Rote gut gespielt. Sterne hat 2 Tore vorbereitet, beziehungsweise 3 fast vorbereitet, weil der Elfmeter war ja auch noch rausgeholt. Führung, er weiß, das müsste und jetzt geht er raus. Dieser Partie eigentlich sein. Und Eckloff. Wir sehen den Wechsel. Das Spiel ist zu Ende. Jawohl. Irgendwie, man holt diese 3 Punkte, man schlägt zum, also zum Rückrundauftakt den VfL Bochum. Das andere und genau so kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert, souverän. Das ist großartig. Aber man merkt, der neue Albiol ist definitiv ziemlich sattelfest. Der hat mehrere Dinge rausgeholt da hinten. Hat das und hat gut gespielt. Und man weiß, wie gesagt, nicht. Nach einer Stunde gegen Bochum in Führung, das war hochverdient. Aber dann dreht Bayreuth auf und holt sich damit doch nicht die 3 Punkte. Aber, wie gesagt, mit der Leistung gegen einen anderen Gegner kann das Spiel auch anders ausgehen. Wie gesagt, am Ende war tatsächlich doch mehr Flüsse davon, drauf. Okay. Ja, wie auch immer. Es ist, wir haben 3 Punkte. Alles andere ist eh wurscht.
So. Gut. Das war der 18. Spieltag. Weiter geht's gleich mit Spieltag Nummer 29 gegen RB Leipzig, gegen den Tabellenvierten. Da können wir tatsächlich uns ein bisschen im Spitzentrio festsetzen. Hinspiel war ja das 6 zu 0 in Leipzig. Wenn wir das jetzt im Rückspiel ebenfalls machen, wie gesagt, wenn wir gewinnen, sind es 5 Punkte auf Platz 4. Egal, wie es Leverkusen macht. Und schauen wir mal, ne? Bis dahin und auf Wiedersehen.